Ja, wir sind wieder bei Rezoma, meinen Freunden mit den schönsten Alu-Teilen. Wir haben ja schon ein Video jetzt online gestellt über die Produktion der Rezoma-Teile in Italien, weil es ja angeblich das Gerücht gibt, dass die Teile nicht in Italien gefertigt werden. Ganz sicher, alles wird in Italien gefertigt bei Rezoma, außer den Beleuchtungen. Die kommen aus Deutschland, nichts aus China, nichts aus Taiwan. Wir haben hier einige schöne Bikes von einigen Händlern, die wir dir zur Verfügung gestellt hier haben. Hier haben wir eine Hornet aufgerüstet mit dem ganz neuen weißen Lenker von Rezoma. Der Umbau stammt von der Firma Honda Magnum. Der Thomas hat mir die hergebracht mit allen schönen Rezoma-Features, die es für dieses Motorrad gibt. Daneben eine BMW S1000 RR. Seit letztem Jahr sind wir auch im BMW-Gefilde tätig, haben mittlerweile für die komplette BMW-Palette Rezoma Zubehör, angefangen natürlich von den Montageteilen für den Blinker bis zum Motorschutz, Fußrastenanlage, Kennzeichenhalter. BLM hat mir eine Diavel aufgebaut, derzeit glaube ich einer der brutalsten Motorräder am Markt rein von der Optik. Wir haben den ganzen Rechnung getragen mit diesem wunderschönen Lenkerumbau und den Spoiler hier vorne aus Aluminium. Bei der Diavel sehen wir hier unseren Federvorspanner. Den gibt es übrigens auch für die komplette BMW-Serie. Und den geilsten Kennzeichenhalter, den gibt es leider nur für die Diavel und für die Monster. Hier haben wir den Kennzeichenhalter, wäre eigentlich bei jeder Monster Pflicht zum Nachrüsten. Bei der Diavel einfach geil. Und das wirklich abgefahrenste Teil hat uns der Schnaller Jürgen vorbeigebracht, das ist diese Triumph Speed Triple. Diese Triumph, falls ihr das jetzt nicht seht, liebe 1000 PSler, also kommt lieber her auf die Messe, ist nicht lackiert, sondern ist mit Samt überzogen. Schaut echt edel aus, das Bike.